Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Trains in World 3. Wir sind immer noch unterwegs auf der Strecke Kassel-Würzburg, Schnellfahrtstrecke Kassel-Würzburg, um genau zu sein, mit dem ICE 1 Klimaschützer. Wir werden noch so ca. 15 Minuten unterwegs sein, bis wir dann in Kassel-Wilhelmshöhe auf planmäßig Bahnsteig 3 um 10.43 Uhr ca. werden ankommen. Ob wir die Zeit einhalten können, werden wir heute gerade feststellen. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, wo wir sie in Fulda losgefahren sind, könnt ihr die gerne nachschauen. Sollte am Schluss des Videos spätestens der verlinkt sein und sonst geht ihr einfach auf meinen Kanal und dann ist es halt das letzte Video, das kam. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich habe schon in der letzten Folge bei jedem Viadukt gesagt, das ist das aus dem Trailer. Und bei jedem habe ich wieder das Gefühl, es ist das aus dem Trailer. Also ich weiß wirklich nicht. Aber es wäre jetzt der zweite Teil vor Strecke, oder vor Fahrt besser gesagt, mit dem ICE 279. Ich weiß es immer noch nicht, aber ich glaube, es ist der 279er von Berlin nach Basel SBB. Wir sind eben gerade mit drinnen zwischen Fulda und Kassel. Nach Kassel ging es dann weiter, theoretisch gesehen, Richtung Frankfurt. Aber die Strecke existiert ja leider nicht. Oder noch nicht, wer weiß. Vielleicht kommt da mal etwas, das wäre natürlich der Oberhammer. Aber in Kassel wird unsere heutige Fahrt enden. Ah, endlich kreuzen wir im Tageslicht den IC1. In der letzten Folge haben wir ihn im Tunnel gekreuzt. Das war natürlich super zum Anschauen. Eben, in Kassel endet heute unsere Fahrt. Wir sagen jetzt mal, wir übergeben den IC einem Kollegen. Aber ja, eben, die Strecke ist halt einfach nur so kurz. Also was heisst kurz, es ist eine mega lange Strecke und ich finde es super, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es sind noch 23 km bis Kassel. Gestartet haben wir, glaube ich, etwas bei 60 km, also wir haben jetzt mehr als die Hälfte. Dauert auch nicht mehr allzu lang, bis wir dort sind. Ich habe aber keine Ahnung, was aktuell die Vorhersage wäre, wenn das wir dort wären. Ich bin doch immer ein bisschen an der oberen Grenze vor Geschwindigkeitslimit am Kratzen. In der letzten Folge bin ich auch mal ziemlich strupp drüber gewesen, weil es eigentlich angezeigt hat, wir dürfen jetzt 280 fahren. Dann habe ich angefangen zu beschleunigen und es hat und hat nicht wollen ändern von 250 auf 280 und dann haben wir halt wieder müssen abbremsen. Vielleicht habe ich durch das ein bisschen Zeit gewonnen, wer weiss. Gefährlich wäre es auf jeden Fall nicht geworden, weil es ist Pfeife gerade in Strecke gewesen. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir jetzt durch das 2 Minuten zu früh in Kassel an. Das wäre ja ein Weltwunder. So, wir wechseln doch gleich mal noch schnell in die Aussenansicht, weil ich finde einfach, der IC1 ist wirklich mehr als gelungen. Also, Hut ab. Eben, wir fahren mit der Klimaschützer-Variante. Die findet man ganz einfach im Creators Club. Ist bei mir jetzt gerade unter den neuesten gewesen und es ist einfach ICE1 Klimaschützer. Oder einfach Klimaschützer eingeben. Und dann sollte der direkt kommen. So wie es für mich aussieht, ist das ein selber gebastelter und nicht einer mit den vorgefertigten Logos. Gibt es ja auch. Wird die sicher auch noch installieren. Aber dafür, dass es eben ohne Logos, sondern alles mit einzelnen Strichen gemacht worden ist und mit den Buchstaben, muss ich sagen, ist er doch eigentlich sehr gut gelungen. Also er sieht ziemlich realistisch aus. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wer ihn gemacht hat, aber super Arbeit, dankeschön. Es sind nur noch 14 km. Es kommt mir vor, als würde die Strecke vorbeigehen, wie weiß nicht was.
Also teilweise gibt es ja so Strecken, wo man wirklich, man ist eigentlich nur 20 Minuten unterwegs auf dieser Strecke und es kommt einem vor wie, keine Ahnung, 2 Stunden. Und die ist jetzt leider, also was heisst leider, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, ist eine Strecke, wo man eine halbe Stunde Fahrzeit hat, es kommt einem aber vor wie 10 Minuten. Weil eben, jetzt sind wir ja dann schon da eigentlich. Aber man muss auch sagen, die Strecke bietet sehr viel an Material für die Augen. Auch da wieder ein kleines Städtchen. Also da haben sie wirklich aus dem, was sie eigentlich können machen, so gut wie alles rausgeholt, was sie überhaupt haben können. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal überlegt, gut, ich habe die Aufnahmen noch nicht gesehen, ob es ruckelt, wie weiß nicht was. Aber wenn man sich überlegt, ich habe in meinem Laptop eine 1060er Grafikkarte drin. Die ist doch auch schon fast 5-jährig wahrscheinlich jetzt. Und trotzdem schafft sie es, das Spiel so gut zu rendern. Aber wie es jetzt mit dem Video ist, weiß ich natürlich nicht. Aber auf meinem Bildschirm sehe ich es super genial. Und von dem her kann ich also wirklich nichts sagen. Ich meine, klar, es ist ein Spiel für die Konsole, ja, okay. Und die Konsolen haben ja logischerweise ein bisschen weniger Ressourcen zur Verfügung. Aber ich meine, gleich, wenn man es vergleicht mit anderen Games, die ähnliche Grafik haben, was die für extreme Systemanforderungen haben, ist ja enorm. Und ich meine, klar, wird empfohlen für Trains in World 3 3060er, glaube ich. Aber ich meine, empfohlen ist eh immer das, für das Maximum vom Maximum rauszuholen, dass der PC vielleicht auf 20 Grad bleibt oder so. Nein, ist jetzt untertrieben logisch, aber eben, man schafft es ja auch mit solcher Hardware wie ich, das zum Laufen zu bringen und es noch aufzunehmen. Wie es jetzt performancemäßig wird sie mit der Aufnahme, stellt sich dann raus. Aber wenn es nicht allzu sehr ruckelt, dann bin ich schon doch schon sehr erstaunt. Jetzt habe ich da grob geschlafen. Gar nicht gut. Können wir eigentlich schon abbremsen auf 140. So, eben, darum sollte man nicht lieren, sondern ein bisschen bei der Sache bleiben. Ziehen wir mal da ein bisschen Bremse anziehen. So, dann fangen wir mal hier Fahrschalter ausschalten und hier ein bisschen gröber bremsen. Ja, da habe ich jetzt leider ein bisschen gepennt. Aber passiert ist ja nichts, von dem her alles in der Ordnung. So. Jawohl, jetzt haben wir dann gleich ein rotes Signal, das ist okay. Oh, schon 800 Meter, okay. Müssen wir also noch halten, bevor wir dürfen in den Bahnhof einfahren dürfen. Dann fangen wir hier mal ein bisschen abbremsen. Ja, gescheiter vorher pennt als jetzt, sonst hätte ich noch ein rotes Signal überfahren. Das wäre dann weniger schön gewesen. Aber tatsächlich, scheinbar, bin ich zu früh. Ah, jetzt habe ich grün. Gut, schön. Aber eben tatsächlich zu früh, scheinbar. Ich bleibe jetzt mal hier auf ca. 80. Dann können wir da etwas mehr beschleunigen. Wo mehr als 80 brauche ich jetzt für die 1,8 km auch nicht mehr zu fahren. Falsch, das habe ich wollen. Also 3C1 ist schon ein genialer Zug. Wenn man sich überlegt, wie alt es der ist und wie schnell man denn zumal schon können fahren mit dem. So, dann rollen wir jetzt hier langsam in den Bahnhof ein. Logischerweise der ein rotes Signal, aber ist ja klar. So, komm, ein bisschen Gas geben kann man noch. Wir haben schliesslich auch eine Steigung, sonst sind wir dann am Schluss noch irgendwie mit 30 im Einrollen. Das wäre dann auch scheiße. Aber, so wie es aussieht, sind wir tatsächlich fast 5 Minuten zu früh. Gut, bis wir dann zum Stasi kommen, natürlich nicht mehr.
Aber, so wie es aussieht, sind es doch dann etwa 3 Minuten, wo wir rausgefahren haben. Wo immer das war, ob das jetzt vielleicht sogar auf dem letzten Abschnitt war, weil ich ein bisschen verpennt habe mit Bremsen. Kann auch sein. Kann natürlich aber auch sein, dass es schon war, denn, wo wir 280 sind gefahren anstatt 250, weil es irgendwie die Geschwindigkeitserhöhung nicht gefressen hat. So. Ich hoffe jetzt mal, dass es in der Region vom Bahnhof nicht allzu sehr ruckelt auf der Aufnahme. Das sehe ich leider aber erst, wenn ich fertig bin, logischerweise. Ich kann mich ja nicht immer auf meinen Aufnahmebildschirm konzentrieren. Sondern muss ich auch ein bisschen schauen, was ich hier überhaupt mache. So. Jetzt tun wir doch hier fahrgastfreundliches Bremsen. Aber dann auch nicht zu früh, weil ich glaube nicht, dass wir so viel Spatzung haben gegen hinten raus, was die Länge des IC anbelangt. Müssen wir halt dann auch schnell schauen. Ein bisschen sicher, aber auch nicht allzu viel. Ich meine, es ist der Länge IC1. Gut, ich weiss gar nicht, ob es vom IC1 so eine kurze Version gibt, aber zum Beispiel vom IC3 gibt es ja eine Version mit nur 8 Wegen. Aber ich weiss halt nicht, wie das ist mit dem IC1. So. Ist mir jetzt auch gleich, wenn wir die 40 Meter da nicht haben genommen. Das muss jetzt einfach länger. Mal schnell schauen. Ja, locker. Hätten wir auch vorhin schon anhalten können, das wäre kein Problem gewesen. Schauen wir ihn von dieser Seite an. So, das wär's gewesen mit der Fahrt nach Kassel. Ich frage mich nur, wieso rechts auf dem Gleis 2 steht Basel SBB, obwohl wir dazu waren nach Basel SBB. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ja, Dovetail Games wird mich loswerden. Von dem her wollte ich jetzt das auch nicht in die Länge ziehen. Merci fürs Zuschauen. Es werden sicher in naher Zukunft noch mehr Videos von Trains in World 3 kommen. Und ja, dann abonniert doch gerne, lasst ein Like und ein Kommentar da. Tut gerne die Glocke aktivieren, damit ihr immer Nachrichten bekommt, wenn ich wieder mal ein neues Video aufgeladen habe, was ja bei mir nicht so regelmäßig der Fall ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuschauen. Salut zusammen.